Ich stehe heute hier vor der Kamera, um folgende Sachverhalt zu schildern. Und zwar sind unsere Schweine hier draußen und das finden wir alle gut und wir vermarkten das über die Marktschwemmer nach Berlin und in unserem Hofladen und über Restaurants. Und das ist quasi unser Geschäftsmodell. Die Schweine fühlen sich hier draußen sauwohl und haben ihre Suhle im Sommer und immer freien Himmel und Zugang zu Hütten. Aber die afrikanische Schweinepest, davon hat sicherlich der eine oder andere schon gehört, ist eine Tierseuche, die uns es in Zukunft verbieten wird, die Tiere unter solchen Bedingungen hier draußen zu halten. Das Veterinäramt sagt klipp und klar an alle Freilandhalter, besorgt euch rechtzeitig einen Unterstand. Ansonsten, wenn die Schweinepest jetzt hier sein sollte, also das wird früher oder später auf jeden Fall passieren. Sie ist bisher immer nur vorgerückt. Also warum soll sie jetzt vor Brandenburg Halt machen? Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Und dann ist das hier erstmal vorhin vorbei. So, und nun brauchen wir hier eine Rundbogenhalle, die wir eben vorhalten können. Das ist so das kostengünstigste, was man auch flexibel auf- und wieder abbauen kann und auch mal woanders aufbauen kann, wenn man sie woanders braucht. Und das wäre jetzt sozusagen unsere Lösung, um hier sozusagen die Freilandhaltung in Zukunft oder überhaupt die Zukunft für meinen Betrieb Peters Landwirtschaft zu sichern. Somit bitte ich euch um Unterstützung, damit das möglich wird, über Spenden halt hier diese Notunterkunft sozusagen für die Schweine mit zu finanzieren. Weil aus freien Stücken, man soll es nicht glauben, 7 Tage die Woche aggerieren, aber leider bleibt das Geld einfach dafür nicht übrig. Und mit Aufbauen und so weiter, da kommt eine ganz schöne Summe zusammen und ja, die werde ich alleine nicht stemmen können. Also hiermit der Aufruf und die Bitte, ja, unterstützt uns mit einer Spende. Macht's gut.